Aufgrund starker Schmerzen schlug der Elefant seinen Kopf gegen einen Baum. Der Grund ist kaum zu glauben. Heute werde ich über einen Fall berichten, der ein ernstzunehmendes und vor allem dringendes Problem unserer heutigen Zeit ist. Der Naturpark Manapuls im südlichen Afrika wurde zu einem bestimmten Zweck zum Schutz von Vertretern der Wilderer ausgelegt. Hier leben Elefanten, Leoparde, Flusspferde, Löwen und viele andere Tiere, friedlich Seite an Seite in einer Oase von Flüssen, Inseln und vielen Sandbänken. Normalerweise brauchen die Tiere in diesem Nationalpark keine Angst, Opfer von Wilderern und illegalen Jägern zu werden. Doch als die Mitarbeiter des Nationalparks eines Tages einen Elefanten bemerkten, der sich sehr seltsam verhielt, machten sie eine schreckliche Entdeckung. Einer der Elefanten taumelte seltsam durch den Park herum. Es hatte den Anschein, als ob der Elefant etwas von seinem Kopf abschütteln wollte. Die ganze Zeit schüttelte der Vierbeiner seinen Kopf hin und her und schlug ihn sogar wiederholt gegen einen Baum. Die Mitarbeiter des Nationalparks beschlossen herauszufinden, was der Grund für sein seltsames Verhalten war, und als sie sich dem Elefanten näherten und genauer hinsahen, waren sie entsetzt gewesen. Mitten auf seiner Stirn hatte der Elefant ein Einschussloch von einer Gewehrkugel. Wilderer, die auf seine wertvollen Stoßzähne aus waren, hatten den Elefant gejagt und angeschossen, doch der Elefant konnte sich noch mit letzten Kräften in den Park retten. Bekanntlich wird das sogenannte Elfenbein in der Welt immer noch sehr teuer auf den Schwarzmarkt verkauft, was es somit gleichzeitig wertvoller macht. Es schien, als ob das arme verletzte Tier wegen der Kugel in seinem Kopf an schrecklichen Schmerzen litt. Und sofort wurden die Tierärzte angerufen, die nur wenige Minuten später eintrafen. Da der Elefant sich auch von den Tierärzten fürchtete und bereits unter dem Schmerzen der Wilderer litt, musste man ihn mit einem Beruhigungsmittel betäuben. Als der Elefant betäubt war, begannen die Tierärzte das Einschussloch zu begutachten. Was sie dann sahen, so etwas hatten sie bisher noch nie gesehen. Auf den Röntgenbildern sahen sie, dass der Elefant unglaubliches Glück gehabt hatte. Die Röntgenaufnahmen zeigten, dass die Kugel einige Zentimeter von seinem Gehirn entfernt im Knochen des Tiers stecken geblieben ist. Wäre die Kugel nur wenige Zentimeter tiefer eingeschlagen, wäre der Elefant gestorben. Die Ärzte entschieden sich für eine dringende Notoperation und entfernten ihn die Gewehrkugel. Als der Elefant nach der Operation erwachte, ging es ihm schon viel besser als zuvor und er schien glücklich und entspannt zu sein. Dank der schnellen Rettungsaktion der Tierärzte konnte ihm sein Leben gerettet werden und auch heute noch lebt er im Nationalpark, wo er vor Wilderern geschützt ist. Wünschen wir dem tapferen Elefanten Gesundheit und vor allem ein sicheres Leben.